Wollen wir sie nochmal anquatschen? Bist du dämlich oder sowas? Ich sagte, du sollst dich verpissen. Nicht gut. Ich will gegen dich antreten. Ich habe dir schon... Okay, na gut. Also fangen wir am besten mit Ike und irgendjemand anderen an. Ich warte hier. Outlaw und Outlaw, okay. Geh ja. Voraus, ich folge dir. Ja, ja. Alles klar. Das ist Gunn, okay. Das hier ist Herbert, ne? Na, dann fangen wir mit Gunn an. Ah, der Neue im Fort. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Als niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber danke, lass dich danke. Willkommen heißen. Ja. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Absolut. So. Wie kann ich hier ein paar Splitter verdienen? Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ich will etwas verdienen, nicht ausgeben. Ich will etwas verdienen, nicht ausgeben. Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Gar keine, mein Freund. Ich brauche deine Tipps nicht. Na, wenn du meinst. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die wären? Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du Kollege, sicher? Absolut. Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Ja, gleich nicht mehr. Wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Das macht nichts. Treffen wir uns in der Arena. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Und dann kannst du mir mal erzählen, wo Ike rumlungert. Den brauche ich auch noch. Ich warte hier. Ja, ja. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bereit? Bereit. Ja. Ich hab ganz vergessen, dass ihr Arschgeigen anfangt. Was? Nimm dir die Fernkampfwaffe raus. Ach komm. So ein Unsinn. Wusste nicht, dass Fernkampfwaffen erlaubt sind. Na komm. Ich warte hier. Dann lass mal sehen. Ja. Bereit. So, jetzt aber. Ha? Kollege. Ja, daneben, wa? Schade. Hier, nimm das. No, daneben. Hier, komm, mach mal. Weil es so schön ist. Oh, und schon wieder daneben. Ist aber auch echt. Wenn du keine Fernkampfwaffe rausholst, nicht drauf, wa? Oh, oh, oh. Ja. Ey. Ich sage dir. Fernkampfwaffen ist doof. Ja, ich vorbei. Muss erst mal wieder zu Kräften kommen. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetrampelt. Da kann ich meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird.
Ich werde das auch ohne deine Tricks schaffen. Ich verzichte auf deine schmierigen Tricks. Schmierige was? Dieses Angebot mache ich nicht jedem, also solltest du... Du solltest jetzt ganz still sein. Meine Entscheidung steht. Na schön, dann muss ich das wohl akzeptieren. Hohohohoi. Ich habe gerade keine Zeit. Wie soll das alles nur enden? Er springt ins Feld hier. Ja, Ike. Wegen der Arena. Wegen der Arena. Ich will gehen hier. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Hier. Sauber. 100 Splitter, ja, immerhin. Kann ich mich jetzt hier irgendwo hinlegen? Das nervt. Ihr seid einfach bloß Outlaws, weil ich muss ja Ike noch irgendwo finden, auftreiben, begegnen. Ich leg mich mal ganz schnell hier hin. Macht ja nichts, wenn ich hier seine Bude benutze, ne? Da brauchst du ja jetzt gerade nicht. Okay, wenn Ike auch ein Kämpfer ist, dann würde er ja bestimmt hier irgendwo rumlungern, ne? Da würde er jetzt nicht weit weg sein, hofft man. Vielleicht ist er auf der Tribüne irgendwo. Was ist das? Ist hier eine Hütte? Was ist das? Was ist das hier? Nice. Na, ja, können wir die Truhe auch mitnehmen? Ich meine, warum nicht? Das war wohl nichts. Ja, das war nix. Das stimmt. Ah, okay. Zu einfach. Ja, alles nehmen, danke sehr. War jetzt nichts wirklich Tolles drin. Hier. Ist deine Hütte, echt, ey. Noch ein Bier. Nice. Aber kein Ike. Hm, aber hier ging es gerade noch hoch. Wir gucken oben auch nochmal. Nee. Nee, hier ist niemand. Mittlerer Elixitbeutel. Auch nicht schlecht. Ja, das ist jetzt die Frage. Wo sollte der Typ sein? Ike. Achtung, Minen. Das Minenfeld gucken wir uns mal lieber nicht genauer an. Jetzt gehen wir bloß in die Luft. Hier ist auch nichts. Wo soll denn Ike sein? Nee, bringt mir nichts bei. Sag mir lieber, wo Ike ist. Oh, verdammt. Er hat da rumgelungert. Da oben vielleicht? Ich meine, er wohnt hier unten. Wohnt er dann vielleicht da oben? Keine Ahnung, hier ist gar keiner. Ist auch gut. Wohne ich jetzt hier wahrscheinlich. Kann eine ganze Shit klauen, nice. Okay, aber es ist auch kein Ike. Ist er denn vielleicht hier oben? Hallo? Wer bist du? Du bist ein Outlaw. Das ist hübsch. Und hier? Leibgarde. Mach bloß keinen Mist, klar? Nö, alles gut. Ich such bloß Ike. Nesty, okay. Okay. Du hast 30 Sekunden. Hallo, wie sieht's aus? Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Du siehst aus, als wärst du hier wichtig. Ha! Und du bist ein ganz harter Hund, was? Haha, komm schon, Baby. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. 20 Sekunden. Ich nehme an, du gehörst zur Familie des Dukes. Ich habe von dir gehört, du bist Nesty, die Schwester des Dukes. Sag mir mal lieber, wo ich hier einen Job finde. Sag mir mal lieber, wo ich hier einen Job finde. Pass mal auf, Schätzchen. Ich stehe nicht auf netten Smalltalk. Und auf nette Typen auch nicht. Also, du willst doch keinen Ärger mit mir, oder? 10 Sekunden.
Man sagt, du bist gut. So, so. Sagt man das? Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Hör zu, du bist vielleicht ein cooler Typ, aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit, okay? Also verzieh dich! Ja. Sehr gut. Nett. Ach, Doros fand das auch gut. Sehr schön. Wollen wir sie nochmal anquatschen? Bist du dämlich oder sowas? Ich sagte, du sollst dich verpissen! Nicht gut. Es gibt manchmal Idioten, die müssen alles ausprobieren. Ja. Na schön, dann pass mal auf, du Penner. Ach, macht ihr alle mit. Ja, komm. Ich mache dich doch zur Schnecke. Ja. Wisst ihr? Ich euch zur Schnecke mache. Oh. Ich versuch's gleich noch einmal. Ich fand das lustig. Und dann lade ich neu. Ja, hier, steh auf, genau. Komm, quatsch ihn nochmal an. Dir juckt wohl echt das Fell, was? Oh, oh. Na, so nicht. Ja, nimm das und das. Oh, schade. Er hat gedacht, ich kann doch rechtzeitig wegrollen. Mal gucken, ob sie nochmal dasselbe sagt. Ihr juckt wohl echt. Ja, okay. Ja, passiert nichts mehr. Dann laden wir mal neu. Ich weiß gar nicht, warum es sie denn gibt, aber. Vielleicht kommt da nochmal irgendwann was. Nichtsdestotrotz bräuchte ich Ike. Das ist ein Outlaw. Der hier ist nicht Ike. Das hier war doch Ratte, ne? Na, ja, das ist Ratte. Ratte ist auch kein Ike. Huch. Hier ist auch noch eine Hütte. Mit der Truhe, die ich nie aufkriege. Ach, komm. Kann das Spiel mir einmal sagen, wo Ike ist, bitte? Brauch einen Ike hier. Du bist ein Outlaw. Du bist ein Outlaw. Ihr seid alle bloß Outlaws. Der kann doch nicht wahr sein. Der kann doch nicht so weit weg sein, oder? Da sitzt ein Kleriker fest. Wo zur Hölle soll Ike sein? Hä? Bin ich blöde oder so? Ich glaube, ich werde mir das gleich mal kurz auf der Karte anzeigen lassen. Der kann doch nicht sonst wo sein, oder? Macht da keinen Sinn. Hier, Gefährten Tavar. In der Familie, Müllbaron. Auf Leben und Tod. Mhm. Mhm. Hier, zeig mir das mal an, auf der Karte an. Ja, das ist er. Ach, da links. Ach, ja, gut. Da hätte ich hier auch mal gucken können, ja. Gut. Moin. Hey. Hey, neu hier, was? Kann man so sagen. Krass, echt krass. Krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Erzähl es mir. Erzähl es mir. Nee, ich wollte wissen, ob du es kennst. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheiße aus Papier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Na, super, mein Freund. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre.
Aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Also, du kämpfst in der Arena? Du kämpfst also in der Arena. Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Ich glaube kaum, dass du zum Kämpfer taugst. Ich glaube kaum, dass du zum Kämpfer taugst. Was laberst du denn für einen Müll? Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße. Sogar süchtig nach Sex. Das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergefüge zu kämpfen? Das kannst du vergessen. Ja, eben. Ich fordere dich heraus, Kollege. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Alles klar. Auf einen fairen Kampf. Hier. Auf einen fairen Kampf. Nee. Wenn ich mir jetzt einen kippe, mache ich es dir viel zu leicht. Hier, hast es wieder. Du schlägst also ein Bier aus? Ach, ich habe keine... Ich habe null Persönlichkeit, verdammt. Okay, treffen wir uns wir in der Arena. Wir treffen uns in der Arena. Ja, geht klar. Er ist echt fertig. Aber ich denke mal, er ist schwächer wie der andere Kollege und mit dem sind wir auch schon klar gekommen. Daher mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen. Und läuft denn er lang? Meine Fresse, ey. Er kommt ja erst übermorgen an. Wie kannst du das sagen? Ich warte hier. Ja, ich mache mich schon mal warm hier. So, bin warm. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Hier ist deine Schelle. Na gut. Bis... Naja, gut. Er ist schon nicht so stark, ne? Hier, komm. Bom. Oh, 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 oh. Nee, so nicht. Bom, bom, bom. Nein, ich lass mich nicht erwischen, mein Freund. Das mache ich hier fehlerfrei diesmal. Ja, guckt's dir an. Ike. Ike, brauchst einen neuen Job, wa? Oh, mir brummt der Schädel. No. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. Ja, mach das. Klar, erstmal. Ja, schön. Geh voraus, ich folge. Aber cool, da können wir Jimmy jetzt herausfordern eigentlich. Wegen der Arena. Ja, ja, hier. Gucke, Ike ist fertig. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier, mehr gibt's für die Pfeife nicht. Na gut. Ich will gegen dich antreten. So, so. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Gut, speichern wir mal schnell und dann machen wir das. Wegen der Arena. Ja, ja, komm, bereit für ein Duell? Für ein Duell? Mehr als das. Triff mich in der Duell. Arena. Geht scharf. Wie soll das alles nur Großmaul. Ich warte hier. Ja, ja, warte du mal da. Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Eins, zwei, drei. Zieh deine Waffe. Nein. Eins, zwei, drei. Liege noch nicht.
Ach, komm. Na, nee, so nicht. Ja. Wie ist das, ha? Huh? Oh, was ne? Sorry. Ja. Ach, komm. Abwehren kann jeder. Was ist denn das? Cheater, echt. Na, das war nice, ha? Huh? Nun macht das Spaß, wa? Ja, genau. Ach komm. Du kannst blocken. Ich bin stolz auf dich, ja. Kannst du den auch blocken? Ja, verdammt. Ich habe meine ganze Ausdauer verplempert. So, gut, hier nochmal. Ja, wegen der Arena. Bin bereit für ein Duell. Und los geht's. Das nervt. Aber den kriegen wir. Das sind die Wüstenteufel schlimmer. Er kann halt ein bisschen blocken, was ein bisschen doof ist. Ja, und du fängst auch an. Na, was los, ha? Biggie. Biggie Jimmy? Was los? Ja, nimm das. Ich muss bloß mal ein bisschen gescheuter machen. Ich meine ganze Ausdauer. Ja, dass ich hier auch meinen Combo-Abschluss machen kann. Mit genügend Ausdauer. Ja. Boom. Oh. Aber wir haben den schon zur Hälfte dann nieder, ne? So toll ist der gar nicht. Wenn man immer hier ordentlich macht, dann klappt das auch. Ja. Kollege, du darfst mich nicht immer die ganze Combo machen lassen. Ja. Genau so zum Beispiel musst du mal machen. Aber mit dem Ehen mal. Ja, komm. Oh, nice. Sauber. Big Jim, bewusstlos. Und der will eine Revolution anzetteln. Du Mistschwein hast mich besiegt. Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Kannst stolz auf dich sein. Bin ich. Wegen einem verlorenen Kampf gibst du klein bei? Wegen einem verlorenen Kampf gibst du klein bei? Niemand hat bisher den Duke besiegt. Du hast mich aber jetzt schon besiegt. Und das, obwohl ich nicht einmal die Führung habe. Denkst du wirklich, dass mir auch nur einer der Typen hier jetzt die Treue schwört? Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. Verdammte Regeln. Auch 500, nein. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, na klar. Ja, ich bräuchte 2 Level-Ups, um hier diesen Wuchtschlag zu lernen. Verdammt. Der wäre aber bestimmt noch nützlich. Das ist, glaube ich, der Combo-Abschluss. Geh voraus, ich folge dir. Ja, ja, ich gehe. Wir können William mal kurz Bescheid sagen, dass wir hier uns um Big Joe gekümmert haben. Das wird gut. Und ihr seid bloß Outlaws, okay. Moin. Hier, wegen deiner Hauptmänner. Wegen der Hauptmänner. Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch 3 Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. Ja, dankeschön. Na, Spielgeld, wow. Ja, super. Danke, William. Zu freundlich. So, gut. Aber an der Stelle mache ich dann jetzt auch erst schon mal Schluss für die Aufnahme. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ist natürlich ein Abo super. Wenn ihr auch eine Mitteilung kriegen wollt, jedes Mal, wenn hier die nächste Folge anstatt geht, dann hilft zusätzlich zum Abo noch die Glocke. Und Anmerkungen und Kommentare freuen mich natürlich immer. Nur Spoiler wären schön, wenn ihr die vermeiden könntet. Okay, dann vielen Dank
und bis zum nächsten Mal. Ciao.